der Etrusco T6900DB. Mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und ich möchte Ihnen euch heute vorstellen den Etrusco, den teilintegrierte mit einer Länge von 6,95 Meter. Hinten sehen wir auch schon den Fahrradträger, selbstverständlich ist der von Thule. Also von hinten kann er sich schon mal sehen lassen. Schauen auch gleich in die Heckgarage rein. Die ist jetzt tatsächlich etwas schmäler, aber hat eine Zuladung von 150 Kilo. Zudem hat er eine Breite von 2,32 Meter und eine Gesamthöhe von 2,90 Meter. Die wichtigsten Details werde ich euch später selbstverständlich mit einblenden. Was ich euch schon mal sagen kann, die Innenraumhöhe mit 2,10 Meter ist schon mal phänomenal. Hier direkt darunter befindet sich ein recht großer Stauraum. Direkt am Eingang ist natürlich super ideal für eure Schuhe. Das Ganze auf einem Fiat Ducato mit 140 PS und das Ganze natürlich mit einer Automatik. Was gibt es Schöneres? Automatik ist natürlich ein absoluter Traum. Auch hier, ich nenne es Skyroof-Fenster, wunderschön mit den Plissés. Direkt neben dem Eingang befindet sich schon der erste Hängeschrank. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, einiges mit unterzubekommen. Dieses Fahrzeug hat jetzt kein Hubbett. Viele gibt es natürlich auch mit einem Hubbett. Über der Dinette, das klemmt ein bisschen, über der Dinette befinden sich nochmal zwei weitere Hängeschränke, wo man wirklich einiges mit unterbekommt. Hier in der Dinette befindet sich auch eine 230 Volt Steckdose, ideal um das Handy zu laden. Und das Schöne ist tatsächlich, die Dinette, die lässt sich erweitern zu einem zusätzlichen Bett. Wir sehen es hier unten an der Schiene, den Tisch einfach absenken und dann hat man ein zusätzliches Bett, ideal wenn man mit Kindern reist. Jetzt haben wir auch schon das Adilettenfach gefunden, hier passen sie rein, ist natürlich immer wieder schön. Wer seine Beine ein bisschen entlasten möchte, einfach hier das hochschieben und man kann sich schön hinfläzen, sagt man in Bayern, ist doch toll. Die Aufbautür, direkt darüber befindet sich hier tatsächlich gar nichts. Daneben das Bedienpanel von Etrusco sowie von der Druma Kombi 6. Solar, hier hat man eine 230 Volt Steckdose, zwei USB Steckdosen. Machen wir doch auch gleich in der Küche weiter. Das Herzstück des Wohnmobils, das Ganze mit einer 3-Flammen-Gaskocher von Tedford. Direkt daneben, wie soll es anders sein, das Spülbecken. Einfach mal den Wasserhahn kurz zur Seite. Da muss man tatsächlich immer darauf achten, dass der Wasserhahn zur Seite gedreht ist, bevor man die Glasplatte anhebt. Die erste Schublade natürlich. Der Besteckkasten. Ja, was soll man großartig sagen? Besteckkasten ist einfach ein Besteckkasten. Und auch hier bis 15 Kilo belastbar. Sowie direkt darunter auch recht tief. Hier bekommt es auf jeden Fall einiges mit unter. Fenster. Der Lichtschalter 230 Volt Steckdose ist verbaut. Handen sehen wir hier, könnt natürlich eure Kaffeemaschine anstecken, zudem ein USB bzw. zwei USB Anschlüsse. Unter der Spüle befinden sich jetzt nochmal der Mülleimer sowie auch der komplette Gasblock. Hier ist tatsächlich etwas schmäler geraten, aber ich denke im Großen und Ganzen kriegt man hier wirklich einiges unter.
Gegenüber befindet sich natürlich der Kühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank von Tedford mit einem Fassungsvolumen gesamt von 145 Liter sowie 15 Liter fürs Gefrierfach. Unter dem großen Kühlschrank befindet sich ein weiteres Fach, welches wirklich sehr tief ist und man auch einiges mit unterbekommt. Jetzt, bevor wir ins Badezimmer und ins Schlafzimmer gehen, machen wir hier nochmal die Badtür auf. Ja, es ist doch wirklich toll, wie schön man das Ganze abschirmen kann. Jetzt werde ich euch die wichtigsten Daten mit einblenden. Wem das zu schnell ging, einfach auch kurz auf Pause. Und wir machen im Badezimmer weiter. Und ich kann euch schon mal sagen, der Etrusco hat hier ein Frischwassertankvolumen von 122 Liter. Den Boden machen wir mal raus, damit man auch natürlich den Duschboden sehen kann. Hier ist der Holzrost. Und ja, bauen wir gleich wieder zurück. Ihr könnt es euch vorstellen, man hat hier wirklich ausreichend Platz hier drinnen. Und der Abwassertankvolumen beträgt 92 Liter. Auch wunderbar hier einfach, um die Handtücher aufzuhängen oder vielleicht doch die etwas nassen Klamotten, wenn es draußen mal nicht so schön war. Mal die Badtür wieder auf, schließen sie. Man hat wirklich ein tolles Raumgefühl. Hier an der Innenseite lassen sich auch die Handtücher wunderbar aufhängen. Auch hier eine Tedford Kassettentoilette direkt daneben. Ja, ein relativ großzügiges Badfach. Hier die Möglichkeit, eure Toilettenrollen aufzuhängen. Lichtschalter, 230 Volt Steckdose, ideal für einen Rasierapparat oder für den Föhn. Seifenspender, hier ein kleiner Kosmetikschrank, der in der Tat doch recht tief ist. Kennt man so in den meisten Fällen jetzt gar nicht. Und hallo? Jetzt seht ihr mich auch mal wieder. Waschbecken, wirklich schön. Ein tolles Gefühl hier im Etrusco. Daneben befindet sich ein Kleiderschrank, auch zum Hängen. Gibt es die Kleiderstangenvorrichtung und das Ganze leider ohne einer Kleiderschrankbeleuchtung. Nicht so schlimm, weil die findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Die werde ich euch natürlich mit einblenden. Seine externe LED-Kleiderschrankbeleuchtung gibt es beim großen A zu kaufen. Auch hier unterm Bett ein Riesenfach und das Bett hat jetzt die Maße von einer Länge 2,10 Meter auf 1,40 Meter. Direkt darüber natürlich weitere Kleiderschränke. Platz kann man ja nie genug haben, vor allem Staufächer. Das Schöne ist ja hier, dass laut Hersteller das Leergewicht 2,78 Tonnen beträgt und das bei einer maximalen Gesamtzulassung von 3,5 Tonnen dürft ihr natürlich auch einiges mitnehmen. Hier wunderbar mit der LED-Beleuchtung. Ein paar Ablagefächer sind noch hier. Darunter befindet sich ein weiterer Kleiderschrank. Der ist tatsächlich sehr schmal. Ein paar Jacken kriegt man schon unter. Das war es im Großen und Ganzen auch hier schon wieder von dem Etrusco T6900DB. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wahnsinnig viel Freude mit euch gemacht. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht beim nächsten Etrusco oder gar auf dem nächsten Campingplatz. Macht es gut. Ciao, euer Dominik.